Einen wunderschönen guten Morgen hier im Kulturstadion auf der Frankfurter Buchmesse. Wir starten hier in den Tag. Wir wärmen uns noch mal auf hier wie beim Fußballtraining, denn darum geht es heute. Wir lernen heute ein grandioses Fußballbuch kennen. Wir lernen einen tollen Fußballbuchpreis. Und bevor wir loslegen, machen wir uns noch mal warm und wir feiern hier das Kulturstadion, machen Stimmung wie in der Eintracht Arena, damit uns die Halle 3-1 hier mal kennenlernt. Okay. Ich schlage mal vor, wir starten das Kulturstadion Applausometer. Wir stellen uns einfach mal vor, wir sind beim Fußballtraining, da spielt hier, wir beide spielen einen guten Pass, der kommt auch an, steht ein Trainer an der Seitenlinie, sagt, ja, hat er gut gemacht, einen kleinen Applaus, so ein, zwei Punkte Applaus, wie klingt er ja? Wunderbar. Wunderbar, sehr gut, sehr gut. Das steigern wir auf. Schalke 04 hat auch endlich mal wieder einen Trainer gefunden und der ist auch ganz anständig. So ein 3-4-Punkte-Applaus, wie klingt der hier im Kulturstadion? Wunderbar, das steigern wir auf Stufe 5. Stufe 6. Einmal Stufe 7. Wir erreichen das Europa-League-Finale. Einmal Stufe 8. Stufe 9. Und wie klingt der Applaus und die Stimmung hier im Kulturstadion Halle 3-1, wenn man das Europa-League-Finale erreicht hat? Da kommt eine tolle Flanke von der Seite. Der Köpper, da müsste drin sitzen, es ist Tor und wir lernen ganz viele tolle Bücher kennen. Wie klingt der Applaus hier? Wunderbar, das war wundervolles Aufwärmtraining. Ich glaube, Halle 3-1 hat uns kennengelernt. Ich heiße Tim Geilus, euch herzlich willkommen. Bei Kika moderiere ich die Sendung Team Timster. Also wenn es bei Sendungen mit der Maus darum geht, wie kommen die Löcher in den Käse, bei Team Timster fragen wir, wie kommt der Hacker in den Computer oder aber auch, wie kommen die Buchstaben in das Buch. Und wir haben mit Philipp Lahm und Thomas Müller auch schon tolle Interviewpartner vor der Kamera gehabt, die uns auch verraten haben, was ihre Lieblingsbücher so sind. Team Timster, die Sendung, wo es schwerpunktmäßig auch ums Lesen und um Bücher geht. Und um Fußballbücher dreht es sich auch heute. Und dazu begrüße ich einmal unsere Gäste. Herzlich willkommen von der Litcam, die Direktorin, Mannschaftskapitänin beim Lesekicker und bei Fußball trifft Kultur, Karin Plötz. Herzlich willkommen. Und den Geschäftsführer von der DFB Kulturstiftung, Oliver Tietz. Ja, schön, dass ihr da seid. Kurz Lesekicker. Haben wir jetzt schon öfter gehört. Was genau ist das, Karin? Der Lesekicker ist der Preis für das beste Fußball-Kinderbuch und das beste Fußball-Jugendbuch. Und wer bestimmt das? Da haben wir eine Jury, das sind zum Beispiel Tim Geilus und Oliver Tietz und Riedle Baku, der Fußballer, aber es seid auch ihr. Wir haben einige Klassen, also 100 Klassen sind in der Jury mit dabei, die machen eine Lesewoche und küren dann das Fußballbuch des Jahres aus ihrer Sicht. Und dann werden alle Stimmen zusammengezählt und wir haben am 6. Dezember dann den Sieger. Wie viele Schülerinnen und Schüler machen da mit in der Kinder- und Jugendjury? Wir haben 100 Klassen mal 20, ungefähr so. In dem 100 Schulklassen, hallo, 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 das ist echt mal eine Ansage. Also wer da den ersten Platz belegt beim Lesekicker, der hat's wirklich drauf. Lieber Oliver, ich komme mal zu dir rüber. DFB Kulturstiftung heißt, ihr habt alle Filme und Bücher über Fußball geguckt und gelesen, die es so gibt? Ja, zumindest ein Teil davon. Es sind tatsächlich nicht nur Bücher, sondern auch Filme. Du hast es gerade angesprochen. Das ist auch ein Medium, also eine Form, die für Kinder und Jugendliche, glaube ich, auch ganz spannend ist. Es gibt ein Fußballfilmfestival, kennen viele gar nicht, in Berlin jedes Jahr. Das gibt es schon seit über 15 Jahren, wo dann jedes Jahr so die 30, 40, 50 auch international schönsten Fußballfilme gezeigt werden. Und das ist total spannend und wird sehr gut angenommen. Gibt es noch ein Projekt, auf das du ganz besonders stolz bist? Ich bin auf jedes einzelne Projekt stolz, völlig klar, aber es gibt eins, was ganz aktuell ist, weil gerade heute Abend zwei Schriftsteller-Nationalmannschaften spielen, also Nationalmannschaften der Autoren, Deutschland gegen Spanien, das gibt es auch, das machen wir seit vielen Jahren, schon seit 2008 und anlässlich jetzt des Ehrengastes dieser Buchmesse spielt heute Abend in Frankfurt-Bornheim, Eintritt frei, die deutsche gegen die spanische Autorennationalmannschaft. Also alle die hier sind, die das gern sehen wollen, können kommen, Bergerstraße,
385B zur SG Bornheim. Spielen die denn mit einem Fußball oder bringen die ihre Kugelschreiber mit? Oder weil so Schriftsteller, die sind ja jetzt auch oft an der Tastatur vielleicht unterwegs. Ja, so. Also das, eigentlich das Interessante ist, dass wenn ein Schriftsteller Fußball spielt, tut das nicht anders als jeder andere auch. Das heißt, der Ehrgeiz ist enorm. Für uns ist das eigentlich immer der Anlass, Schriftsteller zusammenzubringen, aber um zu lesen möglicherweise, um Kulturaustausch zu betreiben, um Völkerverständigung zu betreiben. Wenn ich mit denen dann spreche, gibt es nur ein Thema, das Spiel. Und da geht es genauso zur Sache. Und ich sag mal, da wird es auch so prosaisch in den Zweikämpfen, wie man das von jedem Amateurspiel auch kennt. Hast du denn ein Lieblingsfußballbuch oder Lieblingsfilm? Nein. Aber du hast sehr, sehr viele gesehen und begeistert. Ich habe sehr, sehr viele gelesen, aber das ist ja immer unfair. Ja. Ne? Also dann zu sagen, das finde ich besser als das andere. Ich habe gerade mit Sven Voss gesprochen, der gleich sein Buch hier vorstellt. Finde ich großartig, aber das ist tatsächlich nur immer, das ist ein Moment. Und nächstes Jahr gibt es wieder wunderbare Fußballbücher und vor 5 Jahren gab es sie auch. Ich könnte jetzt wirklich keins, also ganz ehrlich nicht. Nicht, weil ich das jetzt nicht sagen will, sondern weil es so viele großartige Bücher gibt. Das fällt ganz schwer. Wer von euch ist denn Fußballfan? Okay, ja. Ja, okay. Ja, da haben sich auch vielleicht ein paar Tennis- oder Basketballfans da hinten verirrt, aber Fußballfans, ich gehe mal rum. Was mögt ihr denn da so? Erzählt mal. Vielleicht ein Lieblingsspieler, Spielerin oder ein Verein? Erzählt mal, haut mal raus. Hi, du bist die? Ayla. Ayla, ja. Und was begeistert dich an Fußball? Dass es halt Spaß macht. Hast du Lieblingsspielerin oder Spieler? Nein. Eintracht. Sind noch weitere Eintracht-Fans anwesend? Einmal Applaus und Krach machen. Ja, okay, da hinten sind Eintracht-Ultras, sehe ich schon. Moin, da hinten. Okay, dann hat noch jemand einen Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin? Ja, okay. Oh, okay, hi, du bist? Anwar. Und dein Lieblingsspieler ist? Cristiano Ronaldo, ja? Ich bin Sine und mein Lieblingsspieler ist auch Ronaldo. Auch, okay. Cristiano Ronaldo-Fans sind auf jeden Fall anwesend. Und dein Lieblingsspieler oder Spielerin? Mein Lieblingsspieler ist Messi. Ah, Messi gegen Ronaldo, das gute alte Duell. Wer ist eigentlich besser? Und ich habe gesehen, du hast dich noch gemeldet. Du bist der? Dimitro. Und hast du eine Lieblingsmannschaft? Nein. Aber Lieblingsspieler oder Spielerin? Mbappé, ja. Und das sind ja natürlich die ganz, ganz großen Fußballstars. Und wir haben jemanden hier, der kennt die. Und er ist in der Welt des Sports unterwegs und hat wirklich die Sportwelt von oben, unten, links und rechts kennengelernt. Bei Olympischen Spielen, bei Europameisterschaften, bei Fußballweltmeisterschaften. ZDF-Moderator und Sportreporter und auch Buchautor und nominiert beim Lesekicker 2022. Herzlich willkommen, Sven Voss. So. Ah, Moment, wir haben, glaube ich, noch ein viertes Mikro hier. Und ein Wasser. Lieber Sven, herzlich willkommen in der Kulturarena. Wie fühlt es sich an? Sehr, sehr gut. Das ist ja wirklich wie eine Arena. Und als du eben den Applaus hier herausgefordert hast, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja wie ein Stadionsprecher machst du das hier. Super, gefällt mir. Falls ihr Fragen an Sven habt, einfach melden, Laola-Welle oder was euch an Krach einfällt, weil Sven hat wirklich unglaublich viele Sportgeschichten auf Lager. Hier drin, aber auch hier drin in dem das Buch. Das stimmt. Was hast du uns da mitgebracht? Ja, also das ist tatsächlich, dass ich irgendwann mal als Schriftsteller, wie du es eben sagtest, hier auf der Buchmesse sein würde, hätte ich auch nie gedacht. Ich war zuletzt in der 9. Klasse, glaube ich, hier auf der Buchmesse und jetzt stehe ich hier und darf euch von meinem Buch erzählen. Fußballstars, 40 Idole und ihre Geschichten und da ist das drin, was draufsteht. Eben fielen ja schon ein paar Namen, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, aber auch Fußballerinnen, Marta zum Beispiel, die sehen wir hier auch auf dem Cover. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, welche Geschichten lohnen sich denn aufzuschreiben? Und da sind es 40 geworden und ich bin irgendwie ganz stolz, weil beim Schreiben selber habe ich so viel nochmal rausgefunden über diese Stars und das Wichtigste, was all diese Menschen verbindet, die wir heute aus dem Fernsehen kennen zum Beispiel und die toll ihre Erfolge auf dem Konto haben. Das Wichtigste ist, die sind alle nicht als Stars auf die Welt gekommen, sondern
überraschenderweise, sondern die haben zum Teil einen ganz schwierigen Start in ihre Fußballkarriere, aber auch in ihr Leben gehabt, kommen zum Teil wie Lionel Messi oder Diego Maradona eben auch aus einfachen Verhältnissen und haben sich da durch den Fußball nach oben gearbeitet, hatten viele Menschen, die an sie geglaubt haben und sind irgendwann da. Ja, wo wir sie jetzt sehen und kennen. Und das finde ich toll. Das ist wirklich bei ganz, ganz vielen der Fall. Ihr Lieben, von Stehplätzen geht immer die beste Stimmung aus. Aber ich glaube, ein Buch habe ich selten im Stehen gelesen. Lasst uns mal ein bisschen uns das hier bequem machen. Vielleicht an der Bushalte vielleicht irgendwie, wenn da die Sitze nur belegt sind und nur ein einziger da ist. Aber dann setzen wir uns mal ein bisschen bequem hin. Ich blätter das hier mal auf. Ich gehe da einfach mal, Moment. Du fragst mich jetzt nicht ab, wer auf welcher Seite ist, oder? Weil da muss ich auch selber immer gucken. Ach so, ja, ich frage jetzt hier genaue Seitenzahl an. Ja. Ich kann das ja einfach nochmal hier zeigen, einfach wie das Buch aussieht. Ich zeige das hier nochmal so rum. Also wirklich, Sven, beschreib nochmal. Also 40 Idole und ihre Geschichten. Und ja. Wie bist du darauf gekommen, dies auszusuchen? Weil da muss man bestimmt auch lange überlegen, welche Fußballerinnen und Fußballer nimmt man da? Das stimmt. Und da hat man auch immer Sorge vor dem Shitstorm, wenn der eine sagt, oh, nicht Ronaldo, und der andere sagt, oh, nicht Messi. Aber wir haben das zusammen mit dem Verlag EMF aus München ausgesucht. Da war eine super Lektorin, die Dagmar Hoppe, und mit der habe ich gemeinsam überlegt, wer könnte es denn in das Buch schaffen und wer nicht. Da hat man natürlich auch seine eigenen Favoriten ein bisschen. Und es gibt ja viele Fußballerinnen und Fußballer, die haben tolle Erfolge erzielt, aber nicht jeder hat so eine interessante Geschichte. Und wir haben uns tatsächlich darauf beschränkt oder darauf geeinigt, dass wir die reinnehmen, die tolle Geschichten haben. Und deswegen sind es diese 40 geworden. Und Tim, weil du ja Schalke-Fan bist, Manuel Neuer ist auch dabei. Ja, wobei Bayern-Fans natürlich auch. Ja, guck mal. Hier ist auch Messi dabei. Ne? Messi hast du mit, natürlich, Messi muss in so ein Buch. Und du hast schon gesagt, er ist einfache Verhältnisse. Was hat dich bei Messi sehr überrascht, als du seine Geschichte aufgeschrieben hast? Eins muss ich vorweg schicken. Ich war vorgestern war ich bei der Litkit Ruhr und habe gelesen von der Schulkasse 200 Kinder. Und als ich den Namen Messi gesagt habe, da waren sofort ganz viele dabei, die dann auch Messi gerufen haben. Und dann habe ich Ronaldo gesagt und dann standen irgendwie so 10 Jungs auf und machten so. Und das ist so das Zeichen, was, glaube ich, alle kennen. Und jedes Mal, wenn ich Ronaldo gesagt habe, standen diese 10 Jungs wieder auf und machten nur so. Und seitdem habe ich gedacht, okay, jetzt muss ein bisschen dosieren. Aber zum Thema Messi, es ist eigentlich eine Geschichte, wo ich auch denke, Wahnsinn, ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Mann. Ich habe den tausendfach auf Fotos bei Spielen oder irgendwo im Fernsehen gesehen. Und letzten Endes weiß ich aber gar nicht so viel über ihn. Und da war es dann interessant, rauszufinden über verschiedene Wege. Ich konnte jetzt nicht selber mit ihm sprechen, logischerweise. Soweit reicht mein Einfluss auch nicht. Aber es gibt ja unglaublich viel, was man sich erlesen kann über ihn und zusammenstellen kann. Und es gibt tolle Dokumentationen. Und man kann sich auch das ein oder andere Spiel nochmal anschauen. Und ich fand die Kombination toll aus seinen Skills, die er so hat, und dem Lebensweg. Und er ist ganz früher mit seiner Oma zu einem Fußballspiel gegangen. Das war in seiner Nachbarschaft da irgendwo in Argentinien. Und die Oma hat immer an ihn geglaubt. Ich glaube, Dolores hieß sie, mittlerweile lebt sie nicht mehr. Und die hat ihn mitgenommen, weil sein älterer Bruder dort spielte. Und wie es dann so ist, der Zufall will es so, dass denen ein Spieler fehlte. Und der Bruder war, glaube ich, 3 Jahre älter. Und dann haben sie gesagt, der Trainer sagte dann, kann nicht der hier noch mitspielen? Und das war halt eben der kleine Lionel Messi. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe kein Trikot. Okay, dann nimmst du das von dem. Und dann hatte der so ein Trikot an. Es gibt da tatsächlich auch noch Videoaufnahmen von. Das ging ihm bis zu den Knien. Aber es war völlig egal. Ab dem ersten Ballkontakt war das wirklich wurscht, weil dieser junge Lionel Messi hat den Ball angesaugt. Der klebt ihm am Fuß, wie man das so schön sagt. Und der hat alle ausgedribbelt, hat am Ende von diesen 10 Toren, die die Mannschaft gemacht hat, hat er, glaube ich, 3 gemacht als Jüngster. Und als jemand, der da einfach durch einen Zufall reinkam. Und da haben schon damals viele gesagt, aus dem wird ein Großer. Das kann man natürlich immer schnell sagen, aber bei ihm hat sich's tatsächlich bestätigt. Ja, der Wahnsinn. Und letztendlich dafür verantwortlich für so eine Weltkarriere, der Bruder.
Und die Oma. Ja, und der gefehlt hat. Ja, na, also deswegen hier, ne, wenn hier einige, also mal die Oma anhauen, du kommst jetzt mit zum Fußballtraining als Glücksbringerin. Wieso? Hat bei Messi auch sehr gut geklappt. Gibt es eine Begegnung, die du mit einer Fußballerin oder mit einem Fußballer hattest, die dich sehr überrascht hat? Also überraschend sind viele Dinge, aber wenn man heutzutage dann jemanden sieht, wenn eine Almut Schuld im Tor steht, dann sagt man, okay, die war wahrscheinlich immer schon da, aber dann liest man so drüber über diese Person und stellt fest, Mensch, die kommt vom Land und der Weg bis ins Tor der Nationalmannschaft war schon ein sehr weiter und was lag da dazwischen? Und da findet man schon die eine oder andere Geschichte, die einen überrascht. Aber ich finde, das Überraschendste ist, wie reagieren die Sportlerinnen und Sportler auf das Buch? Und das ist wirklich sehr nett. Also ich habe dann durch meine Arbeit beim Fernsehen dann die Gelegenheit, dann die einen oder den anderen zu treffen. Und das ist wirklich sehr schön. Also bei Almut Schuld zum Beispiel, Nationaltorhüterin, spielt jetzt gerade in den USA, ist auch Mutter von Zwillingen, hat ihre ganze Familie mitgenommen. Und der hatte ich das Buch geschickt, kurz vor ihrem Abflug und habe gesagt, Mensch Almut, da ist auch deine Geschichte drin, lies mal. Und dann hat sie es mit in die USA genommen und hat dann gesagt, ach, lese ich meinen Kindern vor. Und die fanden es ganz gut, aber unsere eigene Geschichte kennen die ja. Aber die fanden viel spannender, wie ist Bibiana Steinhaus zur Schiedsrichterin geworden oder eben Geschichten über die großen Fußballstars. Und ja, wenn man die Gelegenheit hat, ein Buch zu schreiben und bekommt dann noch die Reaktion von derjenigen oder demjenigen, über die man geschrieben hat, das ist ein ganz tolles Gefühl. Also das kann ich wirklich glauben. Also es muss ja auch irgendwie für dich ein besonderes Gefühl sein, wenn du dann halt die Geschichte, die du aufgeschrieben hast, den Personen auch schickst und zeigst. Ne? Das stimmt. Bei manchen muss ich sagen, ich habe am Mittwoch Oliver Bierhoff getroffen vom DFB und der ist auch in dem Buch drin, weil er auch ein toller Fußballer war, bevor er für die Nationalmannschaft verantwortlich war, 1996 ja auch Europameister wurde in England und ich traf ihn und ich kann mal gerade das Bild nochmal suchen oder vielleicht kannst du das machen. Ja, ja, ich glaube, ja, guck mal, das Inhaltsverzeichnis ganz gut. Seite 15 war das, glaube ich. Und dem ja, Oliver hatten ja wir das Buch auch geschenkt und da ist dieses Bild als Manager drin und das ist eigentlich ein gutes Bild, aber als ich dann Oliver gegenüberstand, habe ich gedacht, irgendwie habe ich ihn anders in Erinnerung oder irgendwie sieht er bei uns anders aus. Ist er wieder schlanker geworden? Oder? Ja, genau. Er ist tatsächlich in echt schlanker, sieht auch tatsächlich ein bisschen besser aus. Vielleicht hätten wir ihm ein bisschen, ja, die Mundpartie ein bisschen anders machen sollen. Aber die Frisur stimmte, aber er hat sich auch gar nicht beschwert in unserer Begegnung. Ja, es geht jetzt Begegnung. Ja auch bei den Bildern nicht um lebensechte Porträts, sondern auch so ein bisschen Comic-Stil. Ne? Das ist sieht richtig. Sieht ja auch ziemlich cool und lustig aus. Und ich wollte dich mal fragen, Tim, wie gefallen dir die Bilder da drin? Weil es ist ja schon ein sehr eigener Stil. Oh, das ist jetzt ja eine spannende Frage hier. Also ich meine, wir haben 100 Schulklassen beim Lesekicker, die das beste Fußballbuch bestimmen, aber ich bin ja auch Teil der Jury. Ob ich dir das jetzt verraten darf, worauf ich hier achten darf? Karin, ja. Vielleicht kannst du ja kurz sagen, was so ein Kriterium ist. Also Kriterium, Fremdwort. Übrigens, also, vielen Dank für die Nominierung. Gern geschehen. Also ich denke, dass diese Illustrationen ganz schön sind. Wir haben ja verschiedenste Illustrationen in den ganzen Kinderbüchern. Und was ich daran persönlich gut finde, ist, sie sind künstlerisch aber noch erkennbar. Und das gefällt mir ganz gut. Also man hat so eine halb lebensechte Darstellung. Das ist mal was ganz anderes, als wenn du woanders so Comicfiguren hast oder irgendwelche Figuren, die du nicht so richtig deuten kannst. Aber also das gefällt mir schon mal ganz gut. Halb lebensechte Darstellung, den Begriff merke ich mir, den finde ich gut, ja. Gibt es denn noch Fragen von euch über das Buch vielleicht oder über die Welt des Fußballs, was ihr schon immer mal wissen wolltet? Ich schaue mal in die Runde, vielleicht auch da hinten auf dem Rang. Ich guck mal. Habt ihr noch eine Frage über das Buch, über Fußballstars, über die Welt des Sports? Dann einfach Bescheid sagen, Laola-Welle melden. Jawohl, ich springe zu euch. Wupp. Ja, hast du eine Frage an unsere Runde, an Sven? Schieß mal los. Moment. Wie viele Seiten hat der Buch? Wie viele Seiten hat's? Das ist so eine Frage wie, auf welcher Seite finde ich?
Also in so einem Buch, das ist interessant, da sind da eben nicht nur die Geschichten drin, sondern immer hinten auch noch sowas wie eine Danksagung, ne, wo der Autor sich nochmal bei allen bedankt, die an dem Buch teilgenommen haben oder mitgemacht haben. Es gibt noch eine kleine Info über die Frau, die die ganzen Bilder gemalt hat, Petra Braun. Aber die letzte Geschichte endet auf Seite 187 und da geht es tatsächlich um die Fußballerin Martha. Und vielleicht ist das noch eine ganz gute Info, die Geschichten sind zum Lesen und Vorlesen. Und ich zum Beispiel lese dann abends meinem Sohn, der kann die Geschichten aber schon fast auswendig, immer vor, der ist 10 und der schläft aber konsequent auch nach einer Geschichte ein. Das heißt, die haben so etwa 3 bis 4 Textseiten oder sagen wir 2 bis 4 und ja, also es ist nicht zu lang. Man kann diese Geschichten gut lesen und vorlesen und es sind übrigens auch Fußballerinnen und Fußballer drin, die auch schon, wo sich die Älteren dran erinnern, wo vielleicht auch die Eltern sagen, Mensch, Fritz Walter hat mir mein Opa immer von erzählt, den lese ich jetzt mal vor, der ist auch in Schwarz-Weiß in dem Buch und dann kann vielleicht der Sohn oder die Tochter sagen, ja, aber morgen lesen wir dann Ronaldo. Ja. Ja. Genau. Oder halt eben Oliver Bierhoff, den auch eigentlich wir alle fast nur noch als Manager kennen. Ne? Dass der nochmal ein wichtiges Tor gemacht hat, steht auch da drin. Wir haben hier noch weitere Fragen. Ja, du hast eine. Also ich wollte fragen, ob ihr eine Lieblingsmannschaft habt. Ich? Ja, gehen wir mal die Reihe durch. Sven, hast du eine Lieblingsmannschaft? Ja, also ich mag alle Vereine auf der ganzen Welt. Aber... ja, mein Herz schlägt für Werder Bremen. Hat aber auch einen Grund. In meiner Schulklasse früher waren alle Bayern-Fans oder FC Köln-Fans. Und dann war 1992, hat Werder Bremen den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und da war so ein tolles Team am Start, dass ich gedacht habe, boah, die finde ich super. Nach dem 2:0 gegen Monaco war ich plötzlich... lebenslang grün-weiß sozusagen. Lebenslang grün-weiß bei Sven. Wie sieht's bei dir aus, Karin? Das ist gelb-schwarz, also Borussia. Und auch schon längere Zeit war als Paulsen, Chapuisat und so in der Mannschaft waren. Und die fand ich so toll, dann blieb auch BVB bei mir hängen. Ja, witzig, dass ihr auch noch alle so eine Lieblingsmannschaft im Herzen habt aus einem bestimmten Jahr. Und bei dir, Oliver? Ich kam zu meiner Lieblingsmannschaft tatsächlich über meinen Lieblingsspieler. Ich habe gerade noch mal geschaut, der ist da gar nicht drin. Das war Karl-Heinz Rummenigge. Der war für die ganz Alten auch mal ein richtig guter Fußballer, bevor er dann Manager und Aufsichtsratsvorsitzender bei Bayern München wurde. Der war Ende der 70er, da war ich 10. Mein großer Lieblingsspieler war auch Europas Fußball des Jahres. Also das, was Lewandowski oder Messi oder Ronaldo damals waren, war Rummenigge auch für 2-3 Jahre. Und der spielte bei Bayern München. Und da man seinen Verein lebenslang nie wechselt, da kann man ja tun, was man will, ist es nach wie vor das rot-weiße Fanherz. Du bist doch in der Jury beim Lesekicker, ne? Ja, wir wollten ja Karl-Heinz Rummenigge auf jeden Fall noch reinnehmen. Ja. Das wäre großartig, ja. Ja, und bei mir mache ich es ganz kurz, glaube ich. Es ist gut, dass Karin und ich gerade Sicherheitsabstand haben. Mein Herz schlägt blau-weiß. Mein Opa hat noch die letzte Meisterschaft von Schalke 04 miterlebt und das sagt eigentlich schon alles. Wir haben einen neuen Trainer noch nicht. Oh, okay. Okay, ich habe noch ein paar Fragen hier gesehen. Habt ihr noch ein paar Fragen an unsere Runde? Habt ihr das? Okay, ja, sehr gerne. Servus, du bist? Ich bin der Torben, hi. Hi Tom. Frage, als du so alt warst wie die Kollegen jetzt neben mir, was war denn da in dem Alter dein Lieblingsspieler? Und taucht vielleicht sogar ein Werder Bremen-Spieler in dem Buch auf? Zur zweiten Sache, Torben, nein, kein Werder Bremen-Spieler. Da konnte ich mich nicht durchsetzen. Wobei, Miroslav Klose hat ja eine Zeit lang auch bei Bremen gespielt, aber den verorte ich doch eher bei der SG Blau-Weiß-Diedelkopf und in Kaiserslautern und im Trikot der Nationalmannschaft. Aber als ich so alt war wie die Jungs neben dir, war es tatsächlich Spieler von Werder Bremen. Ich fand Winton Rufer fand ich früher super. Das war ein Stürmer, der kam aus Neuseeland, hat für Werder Bremen gespielt, hat viele Tore gemacht, war auch 1992 dabei, als sie Europapokalsieger wurden. Und das war so einer, den fand ich gut. Aber es ist nicht so wie heute, dass man sich ein Video anklickt von Cristiano Ronaldo
und dann auf den Platz geht und dann die Tricks nachmacht. Ich meine, du weißt es selber, früher war es gar nicht so einfach, Spiele zu gucken im Fernsehen, die kamen dann auch schon spät und wenn man seine Stars in Anführungszeichen sehen wollte, dann musste man auch lang aufbleiben und das finde ich schon heute toll, dass wenn mein Sohn sagt, ich finde jemanden von Man City gut und dann gucke ich mir ein Video an und gehe danach raus auf den Platz und mache die Tricks nach, das ging damals noch nicht so, da war dieser Heldenstatus von meinen Helden, den mussten sie sich schon über längere Zeit erspielen, weil es nicht so war, dass ich jeden Tag mir auf Knopfdruck alles von denen anschauen konnte. Insofern, ich hatte auch früher nicht so ein Buch wie das, wo ich das so nachlesen konnte. Da waren es dann eher Panini-Kärtchen und da standen halt nur Geburtsdatum, Verein und Nationalmannschaft drauf, ja. Karin, wir können vielleicht auch ein ganz bisschen in die Nachspielzeit gehen, oder? Ja, ist das möglich? Nachspiel? Nee, noch nicht. Ne? Ich wollte das nur kurz mal anmelden. Das macht man ja so im Spielverlauf ab und zu. Aber Sven, nochmal zu deiner Karriere als ZDF-Sportreporter. Als du so alt warst, wo du so 13, 14 Jahre alt warst, wusstest du da schon, ja, yeah, ich will Fernsehmoderator werden und vor allem, ich will Sportreporter werden. Was hast du da gedacht, als du 13, 14 warst? Ein ganz klares Nein. Nein. Was? Nee, natürlich wusste ich das nicht. Ich war damals sehr sportbegeistert und dachte mir, irgendwas mit Sport wäre schon toll. Aber mein Vater war Pilot und ich wollte auch Pilot werden. Also relativ klassisch früher. Und dass ich dann irgendwann mal vor der Kamera stehen würde im Fernsehen und über Sport reden durfte, das war damals überhaupt noch kein Thema. Nee. Da habe ich dann noch eine Frage. Fährst du dann auch zur WM? Ja, genau. Also ich bin am 16. November fliege ich dann zur WM nach Katar. Ist ja eine sehr umstrittene WM und auch für uns Reporterinnen und Reporter ist es nicht so einfach. Also es ist zwar einfach, sich zu positionieren, dass man das, was dort stattfindet, unter welchen Umständen und wie es dazu kam, eine ziemlich schwierige Geschichte ist. Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auf das Turnier, weil eine Fußball-Weltmeisterschaft gibt es alle 4 Jahre. Und ja, ich freue mich auf die Spieler, die dort auflaufen. Ich freue mich auf den einen oder anderen, auf den ich mich besonders freue, auch aus der deutschen Nationalmannschaft. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Fußball-Weltmeisterschaft dann auch in Deutschland bei Glühwein und Schnee angenommen wird, während es in Katar ja um die 30, 35 Grad sein werden. Und ohne Public Viewing, ne? Und ohne Public Viewing, ja, das finde ich interessant, aber es gibt natürlich noch ARD und ZDF, die alle Spiele übertragen und da kann man es natürlich anschauen, ja. Auf der Buchmesse gibt es, da hinten ist noch eine Frage. Ich habe aber, kann ich die zwischendurch bei dem Weg dahin stellen? Hier gibt es so, so viele Bücher und wo entdecken wir denn dein Buch Fußballstars hier auf der Messe? Natürlich jetzt hier auf dem Podium mit dir, aber wo finden wir es hier? Auch hier in Halle 3, ist gar nicht so weit weg, aber man musste mit der Rolltreppe runterfahren, ein Stockwerk tiefer, Stand von EMF, das ist Edition Michael Fischer, das ist der Münchner Verlag, der das Buch gemacht hat, mit dem ich das zusammen gemacht habe und ja, herzlich willkommen dort, da gibt es auch viele andere tolle Bücher, auch das erste, was ich gemacht habe, das nennt sich Champions. Da sind auch 40 Geschichten drin, aber da ist es sportartübergreifend. Finde ich auch wirklich, wirklich spannend, weil da nochmal unterschiedliche Geschichten zum Tragen kommen aus unterschiedlichen Sportarten, weil der Fußball, wissen wir alle, ist ein Thema fast bei jedem, aber es gibt natürlich auch noch andere tolle Sportler und Sportarten und die finden sich zum Beispiel in dem Champions-Buch. Ja. So, hi, du bist der? Patrick. Hi Patrick, du hast eine Frage hier. Drei Fragen, perfekt. Dann fangen wir an mit Frage 1. Welches ist eure Lieblingsfußballspieler? Lieblingsfußballspieler? Sven, da hast du ja die große Auswahl. Du hast jetzt genügend Geschichten aufgeschrieben. Ja, Lieblingsfußballspieler, wie eben schon gesagt, aus meiner Kindheit, Jugend war tatsächlich Wynton Roofer, also ein Stürmer, der bei Werder Bremen gespielt hat. Aber mich beeindruckt auch Miroslav Klose, nicht nur wegen seiner vielen, vielen Tore, auch für die Nationalmannschaft und wegen seiner tollen Salti, die er danach immer geschlagen hat, sondern ich mag aktuell Antonio Rüdiger.
Kennst du sicherlich, ne? Innenverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft, spielt bei Real Madrid, da wo früher auch Cristiano Ronaldo gespielt hat. Danke. Und ja, den mag ich besonders gerne und ich habe tatsächlich die Gelegenheit, ihn nächste Woche zu treffen. Noch vor der WM fliege ich nach Madrid und treffe Antonio Rüdiger und ja, da werde ich ihm natürlich auch das Buch in die Hand drücken und hoffe, dass er mir danach noch ein Interview gibt. So, habt ihr, Oliver, Karin, eure Lieblingsspieler? Also mein aktueller Lieblingsspieler spielt natürlich bei Bayern München, das liegt nahe. Das Karl-Heinz Rummenigge. Jamal Musiala tatsächlich. Ich finde ihn einfach, wenn man über viele Jahre Fußball geschaut hat, ist es immer wieder toll, einen Spieler zu finden, wo man denkt, der spielt so wie keiner vor ihm. Das finde ich faszinierend. Ich finde es auch klasse, dass ein Spieler, der jetzt körperlich keine so eine Granate ist, wie man das heutzutage immer glaubt, sein zu müssen, wenn man im Profisport erfolgreich sein möchte, dass so ein filigraner Mensch mit so einer unglaublichen Ballfertigkeit sich in so jungen Jahren schon sehr schnell da oben festspielt, finde ich faszinierend. Also das ist, ich mag ihn. Ich mag ihn. Spitzname Bambi bei den Bayern, ne? Das ist Bellingham. Ganz einfach. Bellingham ist super. Aber wir machen weiter mit deinen weiteren Fragen, nämlich du hattest noch zwei weitere Auflager für uns. Kommen wir mit der zweiten Frage jetzt. Gibt es ein Buch über, werdet ihr ein Buch über Basketballer machen? Tatsächlich, das ist jetzt witzig, dass du das fragst, das erste Buch, von dem ich eben erzählt habe, Champions, das ist eigentlich mehr oder weniger entstanden, weil sowohl der Verlag als auch ich den Dirk Nowitzki super finden. Also Dirk Nowitzki, Basketballstar, Legende, einer meiner Helden. Und da ich früher auch selber Basketball gespielt habe, finde ich Dirk Nowitzki super. Und deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch nochmal was machen. Wir haben in dem Buch auch Giannis Antetokounmpo drin, den du vielleicht kennst. Ich höre so raus, dass du dich für Basketball interessierst. Ja, schon. Schon. Schon, okay. Also Giannis, griechischer Nationalspieler, hat aber mit Milwaukee die Meisterschaft gewonnen letztes Jahr. Riesenathlet und ja, auch im Basketball gibt es wahnsinnige Geschichten. Also unglaubliche Athleten, tolle Erfolge, aber auch Geschichten, die dahinter stecken. Also jetzt, wo du es sagst, mich würde es schon sehr interessieren, ja. Also die Sportgeschichten gehen dir auf jeden Fall nicht aus, Sven. Nee, uns allen nicht. Ja, und du hast noch die dritte Frage. Gibt es ein Buch über Fußballer Haaland und Lewandowski? Robert Lewandowski ist drin, ja. Der Kollege Haaland nicht. Nee. Oh. Aber wie Tim schon sagte, ne, die Geschichten gehen nie aus. Ja, aber wie kommt das? Kollege Haaland ist nicht im Buch. Ich habe ja noch gehört, oh, Haaland ist nicht dabei. Wie kommt's? Ja, weil er in Dortmund gespielt hat. Nein, ich habe... hat Lewandowski ja auch, nein. Es ist sowieso interessant, wir haben uns eben auch drüber unterhalten, wen nimmt man mit rein ins Buch, wen nicht. Ne? Wir hatten eben nur eine Seitenzahl für, sagen wir mal, 40 Geschichten und da ist der ein oder andere oder die andere drin, wo vielleicht auch jemand sagt, ach, hätte ich jetzt nicht reingenommen. Uns waren diese Fußballerinnen und Fußballer wichtig und deswegen haben wir sie reingenommen. Aber natürlich könnte man noch 30 weitere Bücher machen mit tollen Stars und ich vermute, dass wenn es ein zweites Buch geben würde, müsste der Kollege Erling Haaland da auf jeden Fall auch rein. So, schon alleine wegen seinem Zweitnamen, der heißt nämlich Braut mit Zweitnamen. Braut, oh, das ist auch ein besonderer zweiter Name. Hier werden die Fragen hin und her gespielt wie die tödlichen Pässe im Mittelfeld. Hi, du bist die? Marlin. Hallo Marlin. Was ist deine Frage? Was ist Ihre Lieblingsfußballerin? Lieblingsfußballerin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja schon eine Zeit lang auch beim Frauenfußball dabei und da war Marta, die Brasilianerin, so die erste, die mir richtig aufgefallen ist, weil sie... Ja, das klingt jetzt blöd, aber weil sie so gespielt hat wie ein Junge. Ja, man hat ja oft, sagt man ja, Frauen spielen anders. Früher gab es auch mal so das Vorurteil, dass Frauen jetzt nicht so athletisch sind und spielen, was ich im Übrigen nicht finde. Aber bei Marta, das war so die erste, die den Männern allen gezeigt hat, Jungs, das, was ihr könnt, kann ich schon lange. Die hat unglaubliche Tricks drauf, die hat eine Ballbehandlung, eine Spielübersicht und einen Zug zum Tor, der war sondergleichen. Und
Ja, ich glaube, sie spielt sogar immer noch, aber glaube ich nicht mehr in der Nationalmannschaft, bin mir nicht sicher, aber die fand ich großartig. Also wenn du mal die Gelegenheit hast, über Martha was zu sehen bei YouTube, schau es dir mal an, gibt super Highlight-Clips und kannst natürlich auch in dem Buch mal nachlesen. Ja. Ja, weil das ist ja eine Besonderheit auch bei dem Buch. Man denkt ja schnell bei Fußballstars, wenn man nicht lange nachdenkt, so okay, da geht es jetzt wahrscheinlich um die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft oder die Europameister. Du hast dich ganz bewusst für Spielerinnen auch entschieden, die in dem Buch mit auftauchen. Ja, ganz genau. Also wie eben schon geschildert, Almut Schuld ist auch dabei, Torfrau in der Nationalmannschaft und eben zum Beispiel Martha. Pernille Harder ist dabei, Ada Hegerberg, Abby Wambach, großer amerikanischer Star, auch Olympiasieger. Es sind einige dabei und auch eine Schiedsrichterin, Bibiana Steinhaus, die ja auch einen sehr interessanten Weg hatte. Und die sich auch in ihrer Karriere, in ihrem Leben immer wieder durchsetzen musste, um dann auch ein Männer-Bundesliga-Spiel pfeifen zu dürfen. Ich habe hier drei Fragen. Wobei, hat sich's erledigt? Ja. Nein, hat sich nicht erledigt. Na, dann starten wir bei dir. Gibt es im Buch einen Eintracht-Spieler? Ein Eintracht-Spieler? Nein. Es tut mir leid. Bist du Eintracht-Fan? Mein Vater. Dein Vater. Vielleicht sollten wir deinen Vater mit aufnehmen. Spielt er auch Fußball? Ja, der arbeitet auch im Stadion. Ah, sehr gut. Okay. Aber heute spielt er auswärts, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er da ist. In Gladbach, glaube ich, ja. Okay, das ist eine Doppelfrage. Wunderbar. Also, ist es für Sie okay, dass die Frauen auch Fußball spielen oder ist es eher eine Jungsportart? Verstehe die Frage gar nicht. Nee, natürlich, das ist total, total wichtig. Das ist ja so, dass in Deutschland zum Beispiel war es den Frauen ja früher verboten, Fußball zu spielen, was völlig absurd ist. Das könnt ihr euch heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Da hieß es ja, die Männer raus auf dem Fußballplatz oder die Jungs, aber Mädchen und dann noch im Verein organisiert Fußball spielen und die sollen auch noch eine Nationalmannschaft haben, war früher undenkbar. Und heutzutage ist es total selbstverständlich und es gibt viele super Fußballerinnen und ich finde, aus heutiger Sicht muss man die Frage fast gar nicht mehr stellen. Es ist gut, dass du sie stellst, weil man muss sie einfach so beantworten, ja, es ist total klasse, dass Frauen, Mädchen genauso Fußball spielen wie Jungs und Männer und das ist auch das Tolle am Fußball. Ich finde, es kann jeder, egal auf welchem Niveau und jeder kann dadurch tatsächlich auch mehr draus machen und nicht nur in dem Buch sind ja auch viele Fußballerinnen, die eine ganz tolle Karriere hingelegt haben. So, wie eine gute Bananenflanke schwebt, mein Mikro in die erste Reihe zu. Hi, du bist der? Ich bin Felix. Grüß dich, Felix. Was ist deine Frage? Welcher ist dein Lieblings-Eintracht-Spieler? Ich habe ja, wie du wahrscheinlich auch, die WM 2014 verfolgt. Nee, als Deutschland Weltmeister wurde, da warst du 4 wahrscheinlich oder 5? 2. Oh, okay. Ja, aber ich höre raus, du bist Eintracht-Fan, großartiger Verein, Europa-League-Sieger und so weiter. Und dann haben die ja den Spieler Mario Götze bekommen. Und der ist jetzt nicht von der DNA so typisch Eintracht, aber der wurde halt Weltmeister 2014, hat da das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien geschossen. Und den finde ich schon ziemlich cool. Und ja, dass der jetzt in Frankfurt spielt, ist toll für die Bundesliga und toll für die Eintracht. Ja. Hast du denn einen Lieblingsspieler bei der Eintracht? Oh, Felix, ich komme wieder. Eigentlich nicht. Nee. Ich mag alle. Weil du Darmstadt-Fan bist, oder? Nein. Psst, Sven, das war, glaube ich, hier, ich weiß nicht, ob man Darmstadt, oh, ich habe das Wort mit D schon wieder gesagt, also diese Stadt, dieser Ort mit D, der hier vielleicht in der Nähe sein könnte, genau. Ja. Übrigens, heute ein Spieler von Darmstadt 98 im aktuellen Sportstudio heute Abend, Aaron Seidel. Aaron Seidel im aktuellen Torschütze zum 2-1 gegen Gladbach im Pokal am Mittwoch. Ja. Sven, überleg dir nochmal, vielleicht gibt es ja eine Geschichte noch, wo du echt aus den Latschen gekippt bist, wo du dachtest, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das passiert ist, oder wo du laut lachen beim Schreiben musstest, weil manchmal kennt man das ja, ne? Fußballspiel ist vorbei, kommt verschwitzt an die Seitenlinie, dann stellen die Sportreporter noch Fragen und dann, wie war das Spiel? Ja gut, ne? Kennt man ja manchmal diese Fußballinterviews, aber vielleicht gab es einen Moment, wo du dachtest, das kann ja wohl nicht wahr sein. Überleg dir kurz was und wir gehen nochmal hier zur nächsten Frage. Also ich wollte fragen, warum war es früher verboten, dass die Mädchen, also Frauen auch Fußball, also nicht dürften, also spielen nicht dürften?
Ja, das ist in der Tat eine Geschichte. So wie wir heute in Deutschland leben, das war noch vor 30, 40, 50 Jahren ganz anders. Ne? Also ich bin jetzt auch noch nicht 50 Jahre alt, aber ich weiß aus der Schule, dass es früher in Deutschland schon anders war. Es andere Regeln gab, andere Gesetze und auch andere Sachen, die ohne Gesetze auch so entschieden wurden. Und da gehört es dazu, dass Frauen zum Beispiel auch ganz früher nicht jeder Arbeit nachgehen durften. Dass die Männer gearbeitet haben, die Frauen zu Hause waren. Und genauso war es auch bei den Hobbys. Da hieß es ganz oft so, ja, die Frau, die soll sich zu Hause ums Bügeln kümmern und ums Wäsche waschen. Und die muss doch gar nicht arbeiten gehen, das soll doch der Mann machen. Und so war es leider auch mit dem Fußballspielen. Da durfte nicht jede Frau einfach sagen, ich ziehe jetzt meine Stollenschuhe an und gehe raus auf den Platz. Und ich bin froh, dass sich das geändert hat und dass heute Männer und Frauen die gleichen Rechte haben und übrigens auch Mädchen und Jungs natürlich. Hast du noch eine Anekdote für uns? Ja, ich habe eine Anekdote, die steht jetzt nicht in dem Buch, aber das ist tatsächlich das Peinlichste, was mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Fußballspieler Luis Suarez kennt. Ja. Der hatte mal oder ein paar Mal ist der im Spiel so ausgerastet und hat seinen Gegenspieler gebissen. Und eben bei der eben schon angesprochenen WM 2014 in Brasilien war ich bei einem Spiel als Reporter eingeteilt, also als Fragensteller nach dem Spiel. Es war Italien gegen Uruguay und Luis Suarez war halt auch auf dem Platz und sein Gegenspieler, Innenverteidiger bei Italien, war Chiellini. Und die beiden hatten sich schon im Spiel die ganze Zeit in der Wolle und irgendwann ist dieser Suarez ausgerastet und hat den Chiellini in die Schulter gebissen. Und der blutete auch ein bisschen und der Schiedsrichter hat es nicht wirklich gesehen, aber es war ein Riesenskandal. Noch jemand, der das nicht gesehen hatte, war ich. Weil in dem Moment bin ich gerade von der Reportertribüne mit einem Aufzug, der gefühlte 8 Stunden gebraucht hat, in den Bauch des Stadions gefahren, um da unten die Interviews zu machen. Das muss man dann einfach, man schaut sich das Spiel an, kann aber nicht bis zum Schluss warten, weil man muss dann irgendwann auch unten ankommen, um die Fragen zu stellen und seinen Kameramann zu treffen. Und dann bin ich also runtergefahren, just in diesem Moment, wo ich in diesem Fahrstuhl war und auch kein Telefon, kein Internet hatte, ich konnte das Spiel nicht verfolgen, hat der seinen Gegenspieler gebissen. Vielleicht die wichtigste Szene in diesem Spiel. Und dann bin ich danach runter in diese, das nennt sich Mixzone, da stehen die ganzen Reporter aus aller Welt, kommt zu meinem Kameramann, der hat aber auch nichts gesehen, da hing nirgendwo ein Monitor. Ich war also in dem Moment völlig blind und in dem Moment kamen aber auch schon die Spieler nach Abpfiff rein. Und der Erste, der mir vor die Nase läuft, ist Luis Suarez. Und ich denke natürlich, ach super, dann fragst du den gleich was. Wusste aber nicht, dass ich ihn eigentlich jetzt das fragen müsste, was die ganze Welt wissen will. Nach dem Motto, was haben sie denn da gemacht? Warum haben sie denn ihren Gegenspieler Chiellini gebissen? Stattdessen frage ich ihn sowas Belangloses wie, wie war das Spiel? Und seid ihr zufrieden, dass ihr jetzt weitergekommen seid? Und der hat mich ganz irritiert angeguckt. Also es war dann auch auf Spanisch, ich habe seine Antwort auch nur so halb verstanden und denkt dann so, okay, hat schon irgendwas gesagt, haben wir im Kasten, mach so zu meinem Kameramann und er geht völlig verdutzt weg. Ne? Kurze Zeit später kommt Chiellini und ich denke, ach, den kennst du, den fragst du da auch noch was. Frag ihn aber auch noch was zu den enttäuschten Italienern, die dann eben nicht weitergekommen sind und er war genauso irritiert, dass ich ihn nicht nach der entscheidenden Frage gefragt habe. Er ging noch weg und zeigte noch so seine Schulter. Und ich denke, ach, der Arme, der wurde bestimmt gebissen. Aber ich wusste es tatsächlich nicht. Und nachher im Studio war es so, das Interview wurde aufgezeichnet, es hat aber keiner mehr drüber geguckt. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Und Oliver Welke sitzt damals im Studio und sagt dann nur so, ah, und ganz toll, Sven Voss hat die beiden Streithähne am Mikrofon. Und dann kommen diese beiden Interviews, wo die beiden zu allem antworten, aber eben nicht zu dieser entscheidenden Szene und ich war der peinlichste Idiot an diesem Tag und ja, tut mir leid, seitdem fahre ich nicht mehr mit Fahrstühlen. Schön Rolltreppe, hast du genug hier. Ja. Und wie Sünde das ist, dass Chiellini noch hier zeigt, hier, guck mal, da, Sven, bitte. Ich wollte ihm noch ein Pflaster geben. Und dann geht er weg und hat noch ein Tränchen wahrscheinlich im Auge. Wow, also Mensch, was für eine Geschichte und ganz, ganz viele andere Fußballgeschichten, wie sich Fußballer und Fußballerinnen von ja wirklich einfachen Verhältnissen hochgekämpft haben mit ganz viel Fleiß und Energie und Mut, stehen in deinem Buch. Vielen, vielen lieben Dank, Sven, dass du uns das hier heute vorgestellt hast. Vielen Dank, Tim. Danke an euch und danke auch an euch, dass ihr zugehört habt und so viele Fragen gestellt habt. So, Ronaldo.
So, geht doch. So, und dann bitte nochmal einen ganz kräftigen Tor- und Buchjubel hier in unserem Kulturstadion. Vielen, vielen lieben Dank. Danke Sven, danke Karin, danke Oliver Tietz. Und euch noch eine wunderschöne Zeit auf der Buchmesse. Ciao.